Hey Leute, hier ist wieder euer Lieblingsdieb Kaito Darko. Ich begrüße euch zurück zu Sekiro Shadows Die Twice. Nun ist es so, ich habe sichtlich ein paar Sachen vergessen, wie es ausschaut. Der gute Carrie, Grüße gehen raus übrigens an dich, hat mir mich Bescheid gegeben oder hat mir gesagt, dass ich vielleicht mich nochmal ein bisschen umsehen sollte, außerhalb des Gebietes. Was ich vielleicht tun sollte, bevor ich hier weitermache. Mibu Balloons Seele? Oh, der Seele? Moment, was hab ich da gekriegt? Was? Ich hab's mir natürlich jetzt nicht durch. Ich dachte, das ist dasselbe. Das gibt mehr Auferstehungsmacht. Ah, okay, verstehe. Gut, ich hab mir auch denken können. Aber jetzt sind diese Kollegen natürlich wieder da. Oh, ich freue mich. Da freue ich mich natürlich jetzt wirklich ungemein. Ich wollte eigentlich wechseln. Soll ich mal wechseln? Danke. Ja, den Kollegen hier. Muss ich... Au! Ah! Okay, im Ausweichen war das jetzt gerade sehr gut. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen, wenigstens kommt der Fette nicht nochmal. Da bin ich gerade ganz froh drüber. Komm her, du! Warum mach ich nicht gleich so? Oh nein! Er bleibt tot! Oh nein! Au! Hä? Was? Wo kommt der jetzt her? Wait, what? Wo kommt der jetzt her? Hä? Verstehe ich nicht. Er bleibt tot! Ich konnte mir leider sein Gespräch nicht wirklich anschauen, weil er, ich ihn ansprechen wollte, aber er ist währenddessen gestorben. Vielleicht hier in der Seite irgendwie da? Das sieht so aus, als könnte man hier irgendwie durchgehen. Oder auch nicht? Keine Ahnung. Kann man wohl doch nicht. Bin ich da jetzt irgendwie... Also es gibt ja hier sicherlich ein paar Sachen, die ich 100 Pro vergessen habe. Da hinten vielleicht? Weil ich muss sagen, ich bin glaube ich... Nein, ich hab... Hä? Ich bin hier direkt durchgegangen. Wann stand denn der hier? Ich bin doch immer hier lang gelaufen. Ich habe den nie gesehen. Witzigerweise. Ich habe den nie gesehen. Witzigerweise. Ich weiß nicht. Also. Irgendwie ist das schon komisch. Vielleicht hier irgendwo. Hier noch irgendwas vergessen. Oh. 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 Ah ne, das ist für die andere Seite. Falls ich zufälligerweise da irgendwie durch möchte oder so. Beziehungsweise, wenn ich da lang gehe, nicht wenn ich da durch möchte. Ich blöd. Bin ich dumm? Ja, ein bisschen. Ich habe jetzt wenig gepennt. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt hier vergessen haben sollte. Naja, vielleicht höchstens hier drin. Obwohl ich hier drin war. Ich kann mich erinnern, dass ich hier drin schon war. Ja doch, hier war ich doch. Hier war ein Gegner, der hat mich mal gesehen. Da war ich doch schon. Andere Sachen kann ich mir nicht vorstellen. Muss ich zugeben. Kann ich mir das nicht vorstellen. Ah, ich gehe einfach mal weiter, weil ich sehe jetzt hier nicht wirklich was. Da vielleicht irgendwo. So ein ganz kleiner Punkt. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Es tut mir leid. Ich habe null Ahnung. Aber ich will ja auch ein bisschen Progress erreichen, muss man so sagen. Ich will ja ein bisschen Progress erreichen. Deswegen gehen wir hier rein und sprechen mal mit dieser Person, die da hinten... kniet und hustet und keine Ahnung was tut. Hi, wer bist du? Ja? Jo, bin dran. Ist hier noch ein Endgegner vielleicht? Ist hier vielleicht noch ein Endgegner, wovon ich wissen sollte? Ich raste zur Sicherheit. Er kann ja nicht wissen, ne? Kann ja nie wissen. Oh, hi. Okay, Ja. Ich hab ihn aus irgendwelchen Gründen nicht anvisiert können. Hi.
Illusionsmagie? Knallsamen? Lächeln von Samen machen ein lautes Geräusch, wenn man sie knackt. Nützlich, um Illusionstechniken zu berechnen. Oh, ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Ich glaube, die werden wichtig sein. Die Frage ist, wo kriege ich weitere Knacksamen hier? Wow, ich bin so stark, dass ich mit meinem bloßen Körper diese Rüstung zerbreche. Mit meinem bloßen Körper kann ich diese Rüstung zerbrechen. Okay. Das wird böse. Wo sind denn diese Knallsamen da? Ich habe ein ganz mieses Gefühl bei der Sache. Okay. Oh. Okay, doch nicht. Doch nicht okay. wait, what? Der Alte hat mir jetzt nicht gesagt, wie ich da reinkomme. Scheiße. Kann ich das kaputt machen? Nein, irgendwie nicht. Okay. Das heißt, ich muss schauen, wie ich da reinkomme. Vielleicht gibt es irgendwo einen Mechanismus oder sowas. Also, unglücklicherweise habe ich jetzt immer das ganze Haus abgesucht. Habe jetzt aber nicht wirklich was gefunden, was wir irgendwie für einen Mechanismus, halten kann. Es gibt jetzt also zwei Möglichkeiten. Entweder ich habe unten irgendwas übersehen. Also hinten ein bisschen weiter, noch am Anfang. Oder diese Tür ist gar nicht echt, sondern eine Illusion. Ich muss dieses Item verwenden. Also es kann sein, aber wenn ich das jetzt mache, dann habe ich wahrscheinlich das Problem, dass ich... Ja, dass mich da so ein bisschen wahrscheinlich verarscht werde und dass es dann nicht so ist. Das kann auch sein. Ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher. Ich könnte auch speichern vielleicht vorher. Kann ich speichern überhaupt? An den Statuen speichert man sowieso. Aber ich habe keine Ahnung, ey. Na gut, ich war jetzt mal so frei und habe das Spiel gespeichert. Und falls es so ist, wie ich glaube... Okay, ist es nicht. Gut, dann kann ich jetzt kurz das Spiel schließen und nochmal neu starten, damit ich meinen Knallsamen nicht verschwendet habe. Okay, ich bin jetzt wieder zurück an der Stelle. Ich habe meinen Knallsamen jetzt wieder. Es ist jetzt so, dass ich nicht so genau weiß, wodurch es verschlossen ist. Es steht ja einfach nur verschlossen. Es steht jetzt nicht durch einen Mechanismus verschlossen oder durch einen... oder Schlüssel fehlt oder irgendwas in der Art. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass mir irgendwo irgendwas durch die Lappen gegangen ist, was ich noch finden muss. Und das ist jetzt wahrscheinlich meine Aufgabe. Denn anders kann ich mir das jetzt gerade nicht erklären. Ich habe es jetzt schon versucht zu öffnen. Ich habe auch hier schon im Haus rumgeguckt. Den Mechanismus gibt es scheinbar nicht. Auch wenn ich das glaube, weil es ist ja schließlich so eine Art, keine Ahnung, sehr Ninja-Shinobi-mäßig aufgebaut und die haben immer irgendwelche versteckten Fallen oder versteckte, was weiß ich, irgendwelche versteckten Türen oder sowas. Das war klar. Und jetzt ist natürlich die Sache die, ich möchte wissen, wie ich da reinkomme. Und... Wait a second, das geht! Wait a second! Bei manchen kann man das kaputt machen, bei manchen nicht. Ha! Aha! Aha! Da kommen wir der Sache näher, oder? Na gut, wir kommen der Sache nicht wirklich näher, weil alle Türen schon offen sind, die offen sein müssen. Also, ja, geht jetzt das Gesuche los. Also, ich weiß jetzt nicht so genau, was ich verpasst haben soll, aber ich habe jetzt hier das ganze Gebiet nochmal abgesucht, aber ich habe nichts gefunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich durch das Feuer da laufen muss, um irgendwie in ein Gebäude reinzukommen. Kann ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz vorstellen. Ich habe hier hinten komme ich sowieso nicht weiter, da ist ganz schön viel Feuer. Es ist jetzt so, ich könnte natürlich jetzt nochmal den ganzen Weg da runterlatschen und da zurückgehen, aber das glaube ich irgendwie nicht. Ich glaube es nicht, dass ich hier... Weiß nicht, dass da irgendwas... Dass da irgendwas ist. Also denke ich mal, dass ich irgendwas im Haus vergessen habe. Wahrscheinlich. Okay, ich habe jetzt, weil ich jetzt echt ewig lange rumgeeiert bin, habe ich mal nachgeschaut, wo der ist. Ich habe tatsächlich etwas weiter zurück etwas vergessen, wo es einen versteckten Tempelschlüssel gibt. Und
Den muss ich jetzt holen. Was meine Idiotie war. Okay, das kann lustig werden. Ich dreh durch. Ich dreh durch. Nein! Oh. Geht mir schon wieder echt alt. Gehst du mir auf den Keks? Meine Fresse, noch eins. Moment mal, das ist neu. Wo kommt der denn her? Stoßangriff im Konter. Ah, ich muss mit dem Mikro-Konter blocken. Bam, in die Face, Alter. Ah, jetzt kommt der auch noch angeschissen. Das ist uncool, Alter. Auch uncool. Ich werde hier sterben. Ja. Ich muss mich um die Kleinen zuerst kümmern. Wo ist der? Der muss weg. Darf ich mal kurz? Danke. Lass mich in Ruhe, ich muss den erst erledigen. Okay. Ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Auf dem richtigen Riecher bin ich, glaube ich. Ich würde aber sagen, ich mache an der Stelle mal einen Cut, weil ich bin jetzt hier schon keine Ahnung, wie lange am Rumsuchen wuseln. Und dann sehen wir uns einfach im nächsten Part wieder, wenn es heißt Sekiro Shadows Die Twice. Ich bin Kaito Darko, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, macht's gut und auf Wiedersehen!